Herzlichen Dank. Ich hoffe, ihr könnt mich laut und gut verstehen. Das ist die Hauptsache. Liebe ÖDP, liebe Delegierte des Bundesparteitages, Europa grüßt Hessen. Wir sind heute auch hier, um im Wahlkampf unsere hessische ÖDP zu unterstützen. Hessen liegt im Herzen Europas. Wir wollen alles dafür tun, dass die ÖDP es in die Herzen vieler Hessinnen und Hessen schafft. Und es gibt eine Chance für die ökologischen Demokraten, die Ökologie pur vertreten. Gerade hier, wo die Grünen sich doch eine Machtbasis aufbauen konnten, sieht man zurzeit, dass sich die Menschen vom vorgehaltenen Zeigefinger abwenden. Vor allem, wenn sich die Moralprediger nicht selbst daran halten. Was im Bundeswirtschaftsministerium vor sich ging, das spottet jeder Beschreibung. Und das hätte man von den Grünen auch nicht erwartet. Damit wird auch in breiten Teilen der Bevölkerung etwas diskreditiert, was wir dringend brauchen. Die Bereitschaft, unser Leben, unsere Wirtschaft so anzupassen, um den rasanten Klimawandel und das Artensterben aufzuhalten. Die ökologische Wende wird jeden Tag nötiger. Und die Menschen hierfür zu gewinnen, braucht es doch Glaubwürdigkeit und Politik mit Augenmaß und mit Verstand. Beides vermissen wir zurzeit mit Blick auf die Grünen. Und man kann den Grünen nur zurufen, packt den erhobenen Zeigefinger weg. Er steht euch schlecht zu Gesicht, insbesondere wenn ihr die hohen Maßstäbe, die ihr setzt, selbst unterlauft. Ich persönlich bin sehr froh, von meiner Fraktion für die strenge Einhaltung der Compliance-Regeln gelobt worden zu sein. Direkt am ersten Arbeitstag im Europäischen Parlament habe ich mich mit Transparency International über alle Compliance-Regeln ausgetauscht, an die ich mich strikt halte. Es gibt doch überhaupt keinen Zweifel. Die von Robert Habeck vorgeschlagene Wärmewende, der Austausch von fossilen Heizungen gegen neue, klimaneutrale, ist der richtige Weg. Die Art und Weise, wie diese Regierung und insbesondere ein bestimmter Staatssekretär jedoch hier vorgegangen sind, stößt die Menschen vor den Kopf. Wir müssen die Menschen doch mitnehmen auf einen Weg, den sie auch für richtig halten, wenn man die richtigen Maßnahmen beschreibt. Und hier ist manchmal die Lautstärke und die Brechstange eben der falsche Weg. Vergleichen wir einmal Fridays for Future und die letzte Generation. Während Fridays for Future mittlerweile aus den Schlagzeilen verschwunden sind, redet die Republik fast täglich über Angriffe auf den Rechtsstaat. Die große Mehrheit der Wählerinnen und Wähler lehnt die Maßnahmen der letzten Generation ab. Und besonders schlimm, die wichtigen Anliegen der Klimapolitik geraten in den Hintergrund. Ja, sie geraten sogar in Misskredit. Und hier ist die Gefahr, dass mit den radikalen Maßnahmen wesentliche Anliegen abgelehnt werden. Ganz anders Fridays for Future, die durch friedliche Demonstrationen nicht weniger als ein Klimagesetz erwirken konnten, und zwar noch zu Zeiten der Großen Koalition. Wir sehen also, dass man durch beharrliche, friedliche, aber auch gezielte Politik viel mehr erreichen kann als mit Gewalt oder politischer Brechstange. Und genau das ist der Weg der ÖDP, der erfolgreichsten außerparlamentarischen Oppositionspartei Deutschlands. Uns geht es nicht um reine Aufmerksamkeit, uns geht es um Wirkung. Das ist der Weg, den wir beharrlich, aber unbeirrt gehen. Und wir werden ihn weitergehen. Was die Grünen zurzeit erleben, das ist die Infragestellung ihrer ökologischen Kompetenz. Mir fällt automatisch der Wahlkampf unserer Freunde in Bremen ein. Wie sie richtig plakatiert haben, ist Ökologie nicht ausschließlich grün. Genauso wenig wie das Soziale rot ist und Freiheit gelb ist. Und ich möchte noch ergänzen, Werte sind nicht schwarz und Heimatliebe ist nicht blau.
Und trotzdem gilt auch, dass wir als ökologische Demokratinnen und Demokraten natürlich auch unseren Leuchtturm brauchen. Ja, wir sind eine Alternative zu anderen Parteien, die die Menschen enttäuscht haben. Und dennoch müssen wir ein Alleinstellungsmerkmal haben, um was wir sozusagen ins Schaufenster stellen. Das gilt für die Wahl hier in Hessen, das gilt für die Wahl in Bayern und es gilt erst recht für die Europawahl. Uns ist es allen bewusst, die Europawahl im kommenden Frühjahr wird für unsere Partei existenziell. Es sieht ganz danach aus, als sollte es bei dem Umstand bleiben, dass wir auch im Jahre 2024 keine Prozenthürde bekommen werden. Dafür habe ich mich massiv zusammen mit den Piraten und Volt in der Fraktion Greens EVA eingesetzt. Es ist uns gelungen, die deutschen Grünen davon zu überzeugen, dass sie sich innerhalb der Bundesregierung dafür stark machen. Und in diesem Sinne habe ich auch eine europaweite Kampagne gegen jegliche Prozenthürde mit der EFA, der European Free Alliance, initiiert. Danke. Keine Prozenthürde, das bedeutet auch, dass der Einzug ins Europaparlament realistisch ist, wenn wir als Alternative mit einem politischen Gesamtgerüst gesehen werden, die aber mit einem Alleinstellungsmerkmal auch über einen politischen Kompass verfügt. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, wir sind die Partei des Lebensschutzes und des Schutzes der Lebensgrundlagen. Leben schützt man am besten, indem man unsere Natur intakt hält, indem man unsere Natur schützt. Und in der Tat gerät der Naturschutz gerade wieder unter die Räder, im wahrsten Sinne des Wortes. Schauen wir auf das, was in Brandenburg passiert, wo unsere Freunde von der ÖDP gemeinsam mit Naturschützern sich ziemlich erfolgreich gegen den Bau einer Batteriefabrik in einem Wasserschutzgebiet gewehrt haben. Der Gigafactory von Tesla in einem Natur- und Wasserschutzgebiet, das konnte man zwar nicht verhindern, dazu war die Landesregierung zu allen möglichen Schandtaten bereit. Allerdings konnte durch die Hilfe der ÖDP die öffentliche Aufmerksamkeit auf die abenteuerliche Genehmigungspolitik der Landesregierung gerichtet werden. Wohlgemerkt, unter einem grünen Umweltminister wurde die Firma Tesla ein Platz für ein Batteriewerk in einem Wasserschutzgebiet angeboten. Batteriewerke sind chemische Werke. Mittlerweile hat Tesla auch durch den Protest von uns und Naturschützern das Projekt massiv gestutzt. Glückwunsch an Thomas Löb und die Brandenburger ÖDP. Übrigens, wir im Saarland, wir hatten einen ähnlichen Fall. Ein chinesischer Batteriehersteller wollte sich im Wasserschutzgebiet ansiedeln. Wir haben gemeinsam mit örtlichen Initiativen massiv dagegen getrommelt. Und es hat gewirkt. Die Chinesen haben bereits den Werksentwurf verkleinert. Die Ansiedlung wird mehrere Jahre nach hinten verschoben, wenn sie überhaupt kommt. Explizit wurde seitens der Chinesen als Grund der Widerstand in der lokalen Bevölkerung gegen den hohen Wasserverbrauch der Batteriefabrik erwähnt. Versteht mich hier bitte richtig. Es geht nicht darum, dass wir gegen Industrieansiedlungen sind, sondern es geht darum, dass wir nicht ständig Wiese und Wald opfern wollen, wenn ausreichend Industriebrache zur Verfügung steht. Und Industrieansiedlungen dürfen schon gar nicht in einem Wasserschutzgebiet gebaut werden. Denn Trinkwasserschutz ist Lebensschutz. Unsere Wasserressourcen müssen im Gemeinwohlinteresse bewirtschaftet werden. Trinkwasserschutz bleibt unsere politische Priorität. Und ich freue mich, dass insbesondere die ÖDP Hessen hier im Wahlkampf das Thema Wasser zum Schwerpunkt gemacht hat. Wir sehen also, allein am Beispiel des Wasserschutzes, die ÖDP handelt. Sie tut es vielleicht nicht so laut und nicht so sichtbar, aber sie tut es wirksam und effizient.
Am heutigen Weltbienentag möchte ich auch die Gelegenheit nutzen, um an die wichtige Rolle unserer Partei zu erinnern, die wir beim Arten- und Naturschutz durch das Volksbegehren Artenvielfalt in Bayern gespielt haben. Und uns als Natur- und Artenschutzpartei, als Partei, die die Lebensgrundlagen schützt, braucht es mehr denn je. Die Grünen knicken beim Naturschutz ein. Sie stellen den Ausbau der erneuerbaren Energien in das übergeordnete öffentliche Interesse und lassen dadurch wichtige Umweltverträglichkeitsprüfungen unter den Tisch fallen. Sie lassen es in der Regierung zu, dass Autobahnen ausgebaut werden, statt mehr Renaturierungsflächen zu schaffen. Auch hier in Hessen. Ihr erinnert euch alle noch an den Dannenröder Forst, der für die A49 geopfert wurde. Und. Die Liste ließ sich fast endlos fortsetzen. Liebe Freundinnen und Freunde, es sind aber nicht nur die Grünen, die Naturschutz mittlerweile hinten anstellen. Im Europäischen Parlament betrachte ich mit großer Sorge die Kampagne der CDU-CSU-dominierten Europäischen Volkspartei unter der Leitung von Manfred Weber. Charlotte hat es angesprochen. Um eine Kampagne gegen die Grünen zu führen, will Manfred Weber weiter Pestizide zulassen. Auf dem Tisch liegt ein europäischer Gesetzesvorschlag, Pestizide bis 2030 zu halbieren. Dies ist zum Schutz der Bestäuber und zu unserem eigenen Schutz extrem wichtig. Manfred Weber behauptet, dass unsere Ernährungssicherheit durch den Vorschlag gefährdet sei. Genau das Gegenteil ist doch der Fall. Durch sein Handeln wird unsere Ernährung erst recht gefährdet. Er blockiert auch das so wichtige Gesetz zur Wiederherstellung der Natur. Für seinen Wahlerfolg bringt er unsere Natur und uns alle in Gefahr. Und deswegen sollte er und seine sogenannte Europäische Volkspartei sich wirklich schämen. Liebe Freundinnen und liebe Freunde, die ÖDP als Artenschutz- und Naturschutzpartei ist gefragter denn je. Den Maßstab des Natur- und Artenschutzes, des Tierschutzes, des Verbraucherschutzes und des Klimaschutzes lege ich auch an meine Arbeit im Europäischen Parlament. In der Zeit, die ich bisher im Parlament verbringen durfte, gelang es, einige wesentliche Zuständigkeiten innerhalb meiner Fraktion und des Parlaments zu erlangen, um Ökologie pur in konkrete Politik zu übersetzen. So habe ich mich als Schattenberichterstatterin meiner Fraktion bei der Resolution zum Bodenschutz erfolgreich dafür eingesetzt, dass wir endlich mal ein EU-Bodenschutzgesetz auf europäischer Ebene bekommen. Er steht auf der Tagesordnung der nächsten Kommission. Wir haben EU-Gesetzgebung zum Schutz von Luft und Wasser, aber nicht von Boden. Und ganz wichtig war es mir, den Flächenfraß in dieser Resolution anzugehen. Ich konnte durchsetzen, dass das Parlament als Position festgelegt hat, dass Industriebrachflächen, Grünflächen vorzuziehen sind und dass Bürger bei Bauvorhaben zu beteiligen sind. Weiterer wichtiger Punkt, den ich für den Bodenschutz verankern konnte, ist, dass die zuständigen kommunalen Entscheidungsträger für den Bodenschutz entsprechend ausgebildet werden sollen. Ökologie pur bedeutet für mich auch, dass ich als Schattenberichterstatterin mit durchgesetzt habe, dass Grenzwerte von gefährlichen Schadstoffen beim Recycling beträchtlich heruntergesetzt wurden. Es kann doch nicht wahr sein, dass wir über das Recycling diesen Schadstoffen erneut ausgesetzt werden. Machen wir uns doch nichts vor. Auch die Recyclingindustrie ist auf schnellen Profit aus. Aber bitte nicht zulasten unserer Gesundheit. Dem muss ein Riegel vorgeschoben werden. Apropos Industrie. Das Gute am European Green Deal ist, dass der industrielle Prozess dekarbonisiert werden soll. Dadurch wird der Prozess aber auch teurer. Was hindert also die europäische Industrie daran, Europa zu verlassen und uns mit CO2-intensiven Produkten von außerhalb zu versorgen? Es braucht also einen Grenzausgleichsmechanismus, der sehr wichtig ist. Danke. Und ich hatte die Verantwortung, das entsprechende Gesetz für unsere Fraktion zu verhandeln. Es geht darum, Produkten, die außerhalb Europas hergestellt werden, mit großer CO2-Belastung entsprechend stärker zu besteuern.
Es ist uns gelungen, ein Paket vorzulegen, das für die allermeisten Produkte klare Regeln vorsieht. Und das Schönste für mich daran war, dass wir ein neues Klimaschutzinstrument auf europäischer Ebene geschaffen haben, das dazu beiträgt, dass global die CO2-Emissionen gesenkt werden. Stichwort irreführende Produktbezeichnung. Hier darf ich für das ganze Parlament einen Bericht verfassen. Ich bin also Berichterstatterin. Es geht darum, der Industrie zu untersagen, irreführende Produktbeschreibung ohne wissenschaftlichen Hintergrund zur Verkaufssteigerung einzusetzen. Sie erlauben Unternehmen, Märkte zu schaffen, in denen Verbraucher getäuscht werden. Auch das ist eine fiese, nicht zu akzeptierende Form eines industriellen Wachstums, das abgeschafft werden muss. Und ich handle hier nicht nur als Politikerin, sondern ganz klar auch Mutter. Gesundheit vor Profit, auch und vor allem in der Ernährungsbranche. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, wir werden eine klimafreundliche Politik nur dann umsetzen können, wenn sich die Menschen diese auch leisten können. Wir stellen fest, dass viele Projekte für den Klimaschutz mit hohen Kosten verbunden sind. Die Heizungsdebatte hat uns das nochmal deutlich vor Augen geführt. Das schreckt ab, zumal die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Wir haben eine erschreckende Zunahme extremen Reichtums, auch und insbesondere durch die vergangenen Krisen. Wir haben aber genauso eine erschreckende Vermehrung extremer Armut. Arm und Reich bedingen sich gegenseitig. Reichtum, extremer Reichtum, entsteht auf dem Rücken vieler Armer. Mich erinnert dieser Zusammenhang an ein Gedicht von Bertolt Brecht. Reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an. Da sagt der Arme bleich: Wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich. Wie kommen wir aus dieser Falle der Einkommensschere heraus? Die ÖDP hat sich schon immer hinter die Wachstumskritik gestellt. Sprunghafter Reichtum geht in den allermeisten Fällen auf blindes Wirtschaftswachstum zurück, dem so gut wie keine Grenzen gesetzt sind. Wir stehen für eine Wirtschaft und eine Gesellschaft jenseits des blinden Wachstums. Aber wie genau soll sie aussehen, diese neue Wirtschaftsweise? Gemeinsam mit dem Fraktionsvorsitzenden der Greens Eva gehöre ich zu den Mitorganisationen der Konferenz Beyond Growth, die Anfang der Woche mit mehr als 1.500 Teilnehmern nach Brüssel brachte. Mehrere tausend Teilnehmer haben die Konferenz online verfolgt. Einige von euch waren auch dabei. Ich war übrigens die einzig deutsche Abgeordnete unserer Fraktion, die diese Konferenz für ein Wirtschaften innerhalb dieser planetaren Grenzen mitveranstaltet hat. Es hat kein grüner Abgeordneter mitgemacht. Und diese Konferenz war ein gewaltiges Manifest eines neuen Denkens in Europa und weit darüber hinaus. Es hat Wellen in ganz Europa geschlagen. Wir sind in den meisten wichtigen europäischen Zeitungen genannt worden. Ich habe ein Panel zur Kreislaufwirtschaft geleitet und moderiert. Als Redner hatte ich Professor Braungart eingeladen, damit er erläutert, wie Grenzen des Wachstums und die Kreislaufwirtschaft zusammenhängen. Ihr kennt ihn alle noch von unserem letzten Bundesparteitag, wo er sein Cradle-to-Cradle-Konzept vorgestellt hat. Eine besondere Freude war es mir auch, die renommierte Ökonomin Kate Raworth aus Oxford für mein Podium zu gewinnen. Sie stellte ihre Donut-Theorie vor, wonach wir ein Minimum und ein Maximum dessen definieren sollten, was wir unserer Erde antun können. Menschen, die unsere Erde schonen, sollten durch einen Zertifikatehandel dafür belohnt werden. Menschen, die die Erde überstrapazieren, müssen dafür mehr zahlen. Aber besonders schön für mich war es, dem großen Publikum darzulegen, dass unsere Partei die Vision des Wirtschaftens innerhalb der planetaren Grenzen schon vor 41 Jahren proklamiert hat. Und ich habe mit Stolz das ÖDP-Buch, das nach dem zweiten Symposium Grenzen des Wachstums in Coburg entstanden ist, hochgehalten und direkt einem der Autoren
Günther Brändle-Behnisch, der im Publikum saß, gedankt. Und ich kann euch sagen, es war wirklich eine Genugtuung zu sehen, dass sich nun auch Rats- und Kommissionspräsidenten damit beschäftigen. Wir konnten mit dieser Konferenz unser Leitmotiv Mensch for Fit an oberster Stelle platzieren. Das war wirklich ein ganz großartiges Gefühl und es gibt Hoffnung, dass wir doch noch etwas zum Guten bewegen können. Liebe ÖDP, dieser Parteitag wird sich auch und vor allem mit unserem Europawahlprogramm befassen. Es war mir eine Freude und es war mir wichtig, mit der zuständigen Arbeitsgruppe unter Leitung von Dr. Michael Stöhr an dem Programm mitzuarbeiten. Es hat sich herumgesprochen, dass die Qualität unserer Programmatik einen sehr hohen Standard hat. Das ist gut so. Es reicht aber nicht, um Wahlen zu gewinnen, um bei der Europawahl das entscheidende Quorum zu bekommen. Wir müssen raus an die Stände, in die medialen Kanäle und wir müssen unsere Botschaft so zuspitzen, dass sie verständlich ist. Außerdem müssen wir uns auch bewusst sein, dass wir Stärken stärken müssen. Insbesondere müssen wir unsere Hochburgen pflegen. Ich sage das ganz bewusst, weil dies ein entscheidendes Element unserer Wahlkampfstrategie sein muss. Ich setze mich daher auch dafür ein, dass die Wahlkampagne unserer bayerischen Freunde grundsätzlich erweiterbar ist auf die Kampagne bei der Europawahl. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Wir erlauben es Wählerinnen und Wählern in unserem stärksten Bundesland, damit auch an unsere Kernideen zu erinnern und dafür zu stimmen. Ein Wort noch zur gestrigen Debatte um die Mandatsträgerabgabe. Auch wenn der Antrag nicht durchgekommen ist, so teile ich voll und ganz die Stoßrichtung. Es steht doch außer Zweifel, dass die Bundespartei die finanzielle Unterstützung braucht. Entsprechend leiste ich diese Abgabe bereits auf freiwilliger Basis. Das ist für mich selbstverständlich. Wir werden bei der Europawahl auch einige grundsätzliche Dinge neu und simpel meistern müssen, wie zum Beispiel, dass die Plakate frühzeitig bei denen sind, die sie eben aufhängen wollen. Das hat in der Vergangenheit zu Problemen geführt. Die müssen wir bei künftigen Wahlen abstellen. Ich freue mich über die enge Zusammenarbeit mit dem Bundesvorstand und dem Landesvorstand Bayern, was die ganze Kampagne angeht, um die Vorbereitung auf den Europawahlkampf hier strategisch, aber auch praktisch vorzubereiten. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, ich möchte mich bei den vielen guten Ideen, bei den Eingaben eurerseits bedanken. Auch möchte ich mich für die Besuchergruppen bedanken, die sich Straßburg und Brüssel angeschaut haben und die mir auch wesentliche Ideen mit auf den Weg gegeben haben. Die ÖDP ist eine Europapartei, weil sie eben eine Partei starker Regionen ist. Unsere Idee der Kraft und in den Regionen stärken wollen. Europa braucht die Stimme der ÖDP. Das habe ich auf der sehr großen Konferenz diese Woche eindeutig erlebt. Lasst uns also unsere Kräfte zusammennehmen, um die große Herausforderung Europawahl zu bestehen, mit dem starken Programm, das wir hier beschließen. Besten Dank.